Hey yo, willkommen zu einer weiteren Folge Besiege. Und ich habe einen kleinen Panzerwagen hier vorbereitet, so nenne ich es jetzt zumindest. Und das Ding hat verschiedene versteckte Features. Okay, so wirklich versteckt ist es nicht, aber die Feinde sehen es momentan noch nicht. Und zwar ist das hier hinten. Diese drei Bomben. Die können wir ganz einfach in die Feindesmenge reinrollen lassen, wenn wir uns rumdrehen und vor ihnen wegfahren. Und außerdem gibt es hier vorne drei Ballistas, Armbrüste, wie nennt's hier? Crossbow, ja, Armbrüste. Und ansonsten fahren wir die einfach zu Moose. Das ist zumindest der Plan. Probieren wir das. Also wir können hier so schießen. Oh, jetzt habe ich die Dinger schon fallen lassen. Upsi. Dann müssen wir sie halt reinlocken. Ist auch kein Problem. Ihr seht, das Ding ist halbwegs mobil zumindest. Naja, das hat schon besser geklappt. Oh, das war nicht gut. Da ist was gebrochen. Ein paar Mal hat es gut funktioniert, ein paar Mal hat es schlecht funktioniert. Diese Doppelreifen, weiß ich noch nicht, ob die so eine gute Idee waren. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, das hier wieder auf volle Kraft ändern. Die Dinger hier habe ich da nur gepackt, weil sie dahin passen. Wie ihr seht, funktioniert das per se. Ja, ich glaube, das Drehen ist halt noch ein krasses Problem. Ihr seht, wenn ein Ding beim Wendemanöver sich selbst zerlegt, ist das normalerweise keine gute Sache. Packen wir die Innenräder mal wieder weg und machen da lieber Swivel Joints hin. Ich glaube, das hat ja besser funktioniert. Aber ich wollte es euch zumindest zeigen, dass es eine Option ist. Und theoretisch funktioniert das auch ganz gut. Praktisch leider nicht so. So, zerlegt sich das jetzt immer noch, wenn wir uns drehen? Ja. Leider schon. Passt auf. Anderer Plan. Ich glaube, das liegt nämlich daran, dass es hier nicht. Ich glaube, du musst das wirklich Punkt für Punkt miteinander verbinden hier quasi. Also. So. Chuck. Chuck. Und erst dadurch wird das so richtig stabil. Dasselbe natürlich auch nochmal hier in der Mitte. Dass die Metallstreben auch wirklich mit den Holzbalken zusammen sind. Probieren wir mal, wie das funktioniert. Ja, das hält jetzt nämlich wesentlich mehr. Das waren nur die Dinger, die hinten getroffen wurden. Das ist in Ordnung. Aber guckt euch mal an, wie gut das jetzt plötzlich funktioniert. Sehr schön, damit können wir doch arbeiten. Also, das Erste, was wir machen, ist selbstverständlich Rückzug! Reingefallen. Die haben so lustige Axtwerfer. Das haben wir das letzte Mal schon mitbekommen. Okay. Denkt ihr, ihr könnt meinem Panzerwagen lange standhalten oder was? Vergesst es. Ihr geht mit mir! Das war strategisch nicht das schlauste Manöver, das ich hier gemacht habe. Oh, die Dinger rollen auf mich zu. Das wollte ich nicht. Ups, falsche Taste. Sorry, pa sowas passiert manchmal. Das war okay. Also ich finde das schon geil. Es ist wirklich wie so eine fahrende Festung, wenn man die nicht irgendwo zu holprig drüber brettert.
Dann kann man mit der wirklich was... Au! Was war das denn? Aber wir fahren noch. Wie viel haben wir verloren? Gar nichts? Nur Rüstung? Ja, sieht so aus. Oh. Oh, ja. Sobald da was ins Getriebe kommt. Sobald da was ins Getriebe kommt, ganz, ganz schlecht. Ich versuche mal noch ein paar mehr von den Dingern hier zu verbauen. Diesmal habe ich zwar dran gedacht, aber offenbar nicht genug. Ja, das wird so nichts. Ich habe das sehr dicht gebaut. Ich wollte wirklich keinen Platz verschwenden. Ja, das wird auch hier nichts. Ja, da komme ich nicht mehr wirklich ran. Pass auf, ich komme hier noch dran. Funktioniert das oder kommt sich das dann ins Gehege? Nein, ich will genau das dazwischen. Genau so. Und das jetzt hier mit verbinden. Funktioniert das oder? Ja, funktioniert. So, vielleicht ist es jetzt stabil genug. Und Rückwärtsgang einlegen. Schön aus der Reichweite raus. Und gucken wir erstmal kurz, was sie machen. Sie schicken eine kleine Vorhut. Gut, wir wenden. Ah, ich will in die andere. Oh, oh. Oh, wir haben eine große Lücke und wir explodieren. Warum explodieren wir? Warum passiert das? Ich glaube, das Problem ist, dass ich einfach quasi will, dass es super gut sich in jede Richtung alles perfekt steuern lässt. Aber das ist einfach vielleicht auch nicht der Sinn der Sache so richtig. Ja, das, da habe ich versaut. Aber ich möchte es jetzt mit dem Ding schaffen. Ich versuche es jetzt mal ein wenig sanfter zu steuern zumindest. So, erstmal anhalten und jetzt ganz langsam wenden. Und dann Gas geben. Da wird das auch was. Oh, da haben wir wieder was verloren. Oh, da ist was unter uns. Ich glaube, der Boden ist tatsächlich auch rutschig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der sich wirklich auswirkt. Ich glaube, ich würde gerne mal so eine Kamera da vorne dran anbauen. Falls das jetzt nichts wird, mache ich das mal. Oh, das war ein riskantes Wendemanöver. Wir haben die ganz schön verteilt. Die werden langsam bestimmt müde. Ich sitze hier drin rum. Mir geht's super. Aber die werden irgendwann müde. Oh.
Ach ja, schön. Das ist natürlich geil. Dadurch, dass, da, wenn die tatsächlich es schaffen, hier vorne durchzubrechen, werden sie direkt dahinter die Sägeblätter vorfinden. Was natürlich sehr demoralisierend ist. Da drüben stehen eine Menge. Das ist ein bisschen lächerlich. Nein, oh, jetzt wäre ich da fast dagegen gefahren. Den nehmen wir mit. Jetzt mal in die da rein. Oh, ich bin so gespannt, dann mal andere Let's Plays noch anzugucken, um zu gucken, was die anderen so gebaut haben. Ich hab's aber auch jetzt weit verteilt, das Schlachtfeld. Und. Oh, und jetzt wird's langsam wackelig, die Angelegenheit. Oh. Oh. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, da hat sich was jetzt verfangen. Das wird nichts mehr. Ja, wir haben fast alle Räder verloren. Haben wir nur noch ein Rad? Wie viele Räder haben wir noch? Oh, wir haben noch 6 Räder? Ach, stimmt. Ich hatte ja wieder die eingebaut. Redundanz ist das Zauberwort. Und ich bin auf was drauf gefahren. Das war vermutlich mein Todesurteil. Aber es fährt noch. Wir verlieren zwar immer mehr von unserem Getriebe, aber es fährt noch. Na du? Platsch. Oh, das da hängt ganz ungünstig. Okay, vielleicht wenn wir jetzt einfach noch mal rückwärts da rein ich finde, das ist schon geil bei dem Spiel. Wie dann auch immer mehr, so man verliert so immer mehr Teile langsam. Ob wir da noch mal es schaffen, da noch mal reinzustürmen. Jetzt fehlt nämlich auch langsam die Kraft, um die Geschwindigkeit aufzubauen. Oh, Alter, ja, ist es wirklich, es ist ja fast geschafft, ne? Hätte ich jetzt noch eine Selbstzerstörungsfunktion irgendwie? Kommt, lauft in die Kettensägen. Hahaha, es hat geklappt. Okay, aber ich möchte da gerne eine Kamera vorne dran bauen. Ich glaube, das ist letztlich damit dann wesentlich cooler steuern. Wenn man sagt. Hier. Yeah. Wo packt man die denn dran? Okay. Und jetzt kann ich die aber bestimmt auch noch einstellen, oder? Ja. Okay, wie sieht das aus? Mit F aktiviere ich die. Okay. Ja, so hat man eine. Oh, das ist wesentlich angenehmer tatsächlich. Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Sehr dumm von mir. Gut. Steal 3 pieces of gold ore. Das hier ist Gold. Wo sind die anderen beiden? Bestimmt da irgendwie drin oder so. Hm.
Ich mach mal kurz das Ding da kaputt, um zu sehen, ob das vielleicht da drin ist. Ist da Gold drin? Nee, gell. Ja, dann weiß ich nicht, wo da noch Goldohr sein soll. Oder soll das hier auch Golderz sein? Weil eigentlich, wenn das hier schon so glänzt, dann ist das bestimmt nur... Okay, ich speichere es nochmal kurz und dann laden wir den hier einfach, den Holzsammler. Ich meine, was für Holz funktioniert, müsste ja eigentlich auch dafür funktionieren. So, wie hat man das gemacht mit einer Winde? Die muss also rausgelassen werden und dann... Upp. Funktioniert noch, vom Prinzip her. Tja. Oh. Ich wollte es loslassen, da habe ich den falschen Shortcut erwischt. Und stattdessen, damals habe ich das ja noch so gemacht, weil ich nicht wusste, dass es dafür einfach einen Shortcut gibt. Tja, ich nehme an, die sind eventuell noch in den Kisten dort versteckt oder so. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal zu denen rüber und versuche die mal kaputt zu machen. Nun, da ist jetzt kein Golderz drin gewesen, so wirklich. Tja, aber was dann Golderz ist, das muss ich erst noch rausfinden. Vielleicht ist es ja irgendwie im Berg versteckt oder so. Das könnte tatsächlich sein. Seht ihr da drin was? Ich muss mal irgendwas mehr kaputt machen. Naja, das bekomme ich zum nächsten Mal raus. Und baue vielleicht schon mal wieder was. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.